Bei uns in Deutschland warten sehr viele auf ein Spenderorgan. Im Jahr 2023 gab es 965 Menschen, die nach ihrem Tod ihre Organe zur Verfügung gestellt hatten. Und wenn man das mal runterrechnet, bedeutet das 11 Organspender pro 1 Million Einwohner. Eine erschreckend kleine Zahl, das muss natürlich dringend geändert werden. Deswegen heute unser Thema in unserem Magazin Nah dran, die Organspende. Und dazu begrüße ich gleich zwei tolle Gäste. Einmal Susanne Enders, gesundheitspolitische Sprecherin der Freie Wähler Landtagsfraktion in Bayern. Und der Hahn im Korb, sage ich mal, Thomas Zöller, Patienten- und Pflegebeauftragter der Bayerischen Staatsregierung und pflegepolitischer Sprecher der Fraktion. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Frau Enders, legen wir los. Wenn man sich die Umfragen in Deutschland anschaut, sind die Leute ja eigentlich generell positiv gestimmt, wenn es um Organspende geht. Aber warum registrieren sich so wenige? Ja, da gibt es eine ganz einfache Erklärung für. Kaum jemand möchte sich freiwillig mit seinem eigenen Lebensende beschäftigen. Das heißt, wenn man die Leute direkt anspricht und sagt, würdest du helfen, würdest du nach deinem Hirntod tatsächlich für andere noch Leben bringen durch deine Organe, sagen fast alle. Also es gibt ein paar Ausnahmen, die hat man auch zu akzeptieren. Aber sagen so viele Menschen, ja, würde ich sofort machen. Aber diese Überwindung jetzt freiwillig irgendwo sich registrieren zu lassen, dann muss man sich ja mit dem eigenen Tod auseinandersetzen. Und das schreckt viele Menschen ab. Deshalb ist der Wille da bei den Menschen, aber diese Möglichkeit, sich freiwillig zu äußern, das ist nochmal ein schwerer Schritt. Dabei ist es doch eigentlich so eine ganz kleine Nummer. Mittlerweile kann man sich den Organspendeausweis aus dem Internet runterladen, füllt man aus, muss man natürlich dann auch dabei haben, ne? Ja gut, aber wir haben ja jetzt die Möglichkeit, auch den Eintrag ins Organspenderegister. Das war ja auch eins unserer großen Forderungen, auch der Freien Wähler, dieses Organspenderegister, weil es muss irgendwann möglich sein, dass man vom Rettungswagen aus, wo man vielleicht schon ahnen könnte, oh je, diesem Verunfallten geht es so furchtbar, der könnte eventuell als Organspender zur Verfügung stehen oder möglich sein, dass man da schon nachschauen könnte und wüsste genau, ja, der hat damals irgendwann mal gesagt, ja, er will oder sie will oder eben auch nein, ich will nicht. Und das hat man zu akzeptieren und das ist also sofort ohne nochmal Angehörige dann zu belasten, die ja dann doch in der furchtbarsten Situation ihres Lebens sind. Na, wenn sie eben erst von der Polizei erfahren haben, Unfall passiert, nächster Angehöriger, dann gehen die ins Krankenhaus, hoffen und dann kommt jemand und sagt, tut mir leid, wir können nichts mehr tun. Aber, und dann geht's, ja, vielleicht wollte der das ja gar nicht. Also da sind ganz, ganz viele Themen, die man da beachten muss. Müsste ja auch in unserem digitalen Zeitalter möglich sein. Herr Zöller, lassen Sie uns über Eurotransplant reden. Das ist eine internationale Organisation, die innerhalb von 8 europäischen Ländern ja die Organe vermittelt. Mit dabei ist auch Deutschland. Allerdings beziehen wir in Deutschland mehr Organe, als dass wir Organe quasi dorthin geben. Ist ein kleines Ungleichgewicht, das ist auch keine Dauerlösung, oder? Ich glaube nicht mal, dass es ein kleines Ungleichgewicht ist, es ist ein großes Ungleichgewicht. Wir sind also Importeur von Organen und wir sehen ja in den Ländern um uns herum, dass wesentlich mehr Organe gespendet werden. Gott sei Dank, auch gut für unsere Patientinnen und Patienten, aber es reicht natürlich hinten und vorne nicht aus. Sie haben ja vorhin schon mal in der Anmoderation anklingen lassen, wie viele Menschen als Organspender bereitstehen und wie viel vielleicht Organe bräuchten. Also in Deutschland sind es im Jahr 2023 waren es über 8000 Personen, die dringend auf ein Organ gewartet haben. In Bayern 1190. Und ich war vor kurzem in Großhadern beim Professor Haas, habe mir da die Kinderklinik angeschaut und habe da mit drei Kindern gesprochen, mit den Familien gesprochen. Und muss sagen, das hat mich schon ein bisschen getriggert, in dem Thema Organspende was zu tun. Denn von den drei Kindern lebt nur noch ein Kind. Und von daher, wir müssen dringend an mehr Organe kommen. Sei es drum wie, welche Lösung, jede ist gut. Hauptsache, wir kommen an mehr Organe. Über Lösungen reden wir noch. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz über die Gesetzeslage bei uns in Deutschland reden. Wie ist die genau, was die Organspende betrifft? Na gut, seit 1997 haben wir unser Gesetz und das heißt, man muss zustimmen, man muss aktiv einen Organspendeausweis nehmen, den ausfüllen,
auch schreiben, was man spenden möchte oder was man eben nicht spenden möchte. Und ich glaube, wir werden dann nochmal auf die Lösung kommen, die auch die Freien Wähler vorgeschlagen haben. Wenn man ins Rathaus geht, sich einen Pass holt, dass man immer wieder mit dem Thema konfrontiert wird und sich einfach Gedanken macht, ist es was für mich, Organe zu spenden oder will ich das nicht? Wenn das jemand nicht will, muss man das auch akzeptieren. Aber man sieht es an den Ländern um uns herum, dass dort wesentlich mehr Organe gespendet werden. Ganz besonders toll ist da oder vorbildlich ist da Spanien. Und da können wir uns noch eine Scheibe abschneiden, wie Frau Enders schon richtig gesagt hat. 80% wollen Organ spenden, aber sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen, sich dann vielleicht Gedanken zu machen, wann könnte es soweit sein, das ist einfach ein bisschen schwierig. Und deswegen renne ich auch überall mit dem Organspenderausweis rum, nicht um zu sagen, ich mache das, sondern einfach zu sagen, beschäftigt euch mit. Und wenn dann rauskommt, ihr wollt nicht, ist das auch in Ordnung, aber beschäftigt euch mit und im Idealfall füllt ihn positiv aus. Sie haben es schon angesprochen, Herr Zöller. Bleiben wir mal bei dem Thema, welche Lösungen es denn noch geben könnte, damit die Leute ja mehr Organe spenden. Ja, die Bundesregierung hat ja gerade diesen verzweifelten Versuch mit der doppelten Widerspruchslösung. So nach dem Motto, jeder, der sich nicht meldet, automatisch ist dann diese Person Organspender. Also wir halten das für politisch zwar nett gedacht, aber in der Praxis nicht umsetzbar. Ich war persönlich selber, also ich bin ja von Beruf her examinierte Krankenschwester, habe fast 30 Jahre im OP gearbeitet und war selber auch im Explantationsteam. Das heißt, das Bereitschaftsteam, was jederzeit einen Anruf kriegen konnte, wenn es tatsächlich zu so einer Explantation, zu einer Organentnahme kommt, dass man dann auch sofort ein OP-Team bereit hat. Das heißt, ich kann aus Erfahrung berichten, dass es durch diese doppelte Widerspruchslösung gibt es trotzdem höchstwahrscheinlich nicht viel mehr Möglichkeiten für Organe. Denn genau dann kommen die Angehörigen immer noch in die Situation, dass sie da sitzen, verzweifelt. Das ist der grausamste Moment, also Moment im Leben, wenn man das erfährt. Und dann kommt nämlich trotzdem die Frage vom Unfallchirurgen, vom Anästhesisten, vom Intensivmediziner, der diese grausame Nachricht überbringen muss, den Angehörigen. Und dann wird nicht einfach gesagt, ja, wir fahren jetzt Ihren Angehörigen mal in den OP, egal was ihr da wollt. Nein, da wird immer noch mal vom Menschlichen her einfach drüber geredet, Ihr Angehöriger hat sich nicht geäußert, wäre somit Organspender. Das Thema muss angesprochen werden, einfach aus ethischen Gründen, selbst wenn die Gesetzeslage alles andere möglich machen würde. Und dann kommen oftmals diese Antworten, ja, aber wollte er das überhaupt? Wir wissen doch gar nicht, ob sie das überhaupt wollte. Nein, wir wollen das nicht. In dieser Verzweiflung kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil solche Situationen habe ich selber miterleben müssen. Und um diese Menschen nicht weiter zu belasten, um durch diese furchtbare Situation nicht leben zu, oder nicht noch Organe, dass uns das Verlust geht, dazu brauchen wir eine andere Lösung. Nicht diese doppelte Widerspruchslösung, sondern unsere Freie Wähler Zustimmungslösung, also unsere Erklärungslösung. Ja, dass man eine Erklärungslösung, eine Erklärungspflicht hat. Jeder muss sich mindestens einmal im Leben erklären, ob er zustimmt oder ablehnt und dann auch automatisch diesen Eintrag ins Organspenderegister. Also Erklärungspflicht, vielleicht in Verbindung mit der Aushändigung des Personalausweises oder Reisepasses. Erklärungspflicht mindestens einmal, jederzeit die Möglichkeit auch, und wenn es einen Tag später ist, das Ganze wieder zu revidieren und sagen, ach nee, ich will doch nicht oder ich will doch. Das muss man den Menschen einfach zugestehen. Das ist ihr eigener Körper. Erklärungspflicht in Zusammenhang mit dem Eintrag ins Organspenderegister. Und dann wüsste jeder, ob vom Unfallmediziner bis hin zu demjenigen, der dann den Angehörigen die traurige Nachricht überbringen muss, bis hin zu den Angehörigen. Ach, er wollte das, sie wollte das. Und schon haben wir wirklich deutlich mehr Möglichkeiten auf Organe, lebensrettende Organe, die wir dringend brauchen für unsere Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland. Wir können uns nicht nur aufs Ausland verlassen. Erklärungspflicht also in Zusammenhang mit dem Eintrag ins Organspendenregister.
Sie haben ja gerade schon die Möglichkeit erwähnt, wenn man einen Ausweis verlängert oder vielleicht wenn man 18 ist oder wie auch immer. Das passiert ja öfter im Leben. Die Ausweise laufen ab und so könnte man ja theoretisch jedes Mal nochmal nachfragen, wie ist es, oder? Das dürfte jetzt kein bürokratischer Aufwand sein. Ne? Nein, muss man gar nicht, weil wir haben jetzt ganz zu Beginn schon gesagt, die Leute wollen ja eigentlich gar nicht über das Thema reden. Sie wollen sich nicht auseinandersetzen, sondern einmal müssen sie, einmal, wenn man volljährig ist. Und dann kann jeder so, wie er möchte. Es kann sein von wegen am Einwohnermeldeamt, oh, da mache ich schnell mein Kreuzchen, ja, weil eigentlich will ich das ja, aber sonst gar nicht mehr drüber reden, weil mich bewegt das zu sehr. Oder es gibt Menschen, die sagen, also da möchte ich mich erst mehr informieren. Dafür wollen wir ja dann auch, dass der Arzt des Vertrauens oder die Ärztin des Vertrauens dementsprechend auch honoriert wird, dass dann eine Beratung nach den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger passieren kann. Und die sich dann hinterher entscheiden können, ach ja, das will ich. Oder auch zu sagen, na, das möchte ich nicht. Das muss man einfach akzeptieren. Und das halten wir für die viel sauberere Lösung, weil diese doppelte Widerspruchslösung ist bereits einmal gescheitert im Bund. Sie ist zwar jetzt im Bundesrat nochmal wieder auf dem Tisch und positiv bewertet worden, bedeutet noch lange nicht, dass sie im Bundestag jetzt bei der nächsten Entscheidung, die ja dann wahrscheinlich im Herbst erfolgen muss, dass es wirklich durchgeht, weil eben zu viele Fragezeichen sind. Okay. Herr Zöller, Sie sind ja eigentlich ein Verfechter dieser Widerspruchslösung, oder? Sie schwimmen dann ja nicht so ganz in die Richtung Ihrer Fraktion. Ja, so frei sind wir Freien Wähler, dass man eigene Meinungen haben darf. Und sehr gut. Es ist tatsächlich so, ich gebe der Frau Enders absolut recht. Ich finde es super, wenn sich jeder erklärt, wenn sich jeder mit dem Thema beschäftigt. Aber wir wissen auch, dass sich manche Menschen eben nicht mit dem Thema beschäftigen wollen und dass es auch Menschen gibt, die vielleicht sagen, okay, vielleicht könnte ich Organspender werden, aber eigentlich ist mir es auch wurscht, ich mache da gar nichts. Von daher war ich so der Verfechter, dass ich sage, okay, bis wir die optimale Lösung haben, kann ich mit der Widerspruchslösung relativ gut leben, denn man sieht es ja in den Ländern um uns herum, dass dort eben mehr Organe gespendet werden, als es bei uns der Fall ist. Und ich verspreche mir da auch ein bisschen was davon und bin jetzt schon froh, dass unsere Gesundheitsministerin jetzt zustimmen durfte. Wir haben im Protokoll das mit hingegeben, dass wir eigentlich diese Erklärungslösung lieber hätten. Aber wir haben jetzt der Widerspruchslösung mal von Bayern aus zugestimmt. Und ich hoffe einfach, dass da ein bisschen Traffic reinkommt. Und ich denke immer wieder auch an die vielen Selbsthilfeorganisationen. Ich erzähle jetzt mal etwas, was mich ganz bewegt hat. Eine Mutter hat die Geschichte von ihrer 19-jährigen Tochter erzählt. Sie war Krankenschwester und hat sich unwahrscheinlich stark gemacht für Organspende. Und an irgendeinem Tag ist es passiert, eine Sekunde nicht aufgepasst, Autounfall, sie ist verunfallt. Die Mutter wusste aber genau, was zu tun ist, die Tochter wollte Organe spenden. Und der Mutter hilft es unwahrscheinlich, dass sie sagen kann, mit dem schrecklichen Tod meiner Tochter leben jetzt aber 4 Menschen weiter. Und die Dame ist unterwegs in ganz Bayern, in ganz Deutschland, hält Vorträge und ich habe jetzt auch gerade Gänsehaut und da ist mir das eiskalte Rücken runtergelaufen, wie ich diese Geschichte gehört habe. Und deswegen glaube ich, ist jetzt mal der erste Schritt, dass man sagt, okay, bis wir unsere Lösung, die optimal ist, vielleicht durchsetzen können, probieren wir es mit der Widerspruchslösung. Man sieht ja in Europa, dass da die Zahlen hochgegangen sind und das ist meine Hoffnung. Aber dennoch werde ich immer wieder mit meinem Kärtchen rumrennen, ich werde immer wieder Werbung machen, weil ich finde es gut, wenn die Leute sich erklären, wenn sie sich mit beschäftigen und sagen, ja, und ich akzeptiere auch ein Nein. Und da gibt es ja auch ganz schreckliche Geschichten, wie man sagt. Da gibt es Menschen, die sagen, wenn du nach deinem Tod ausgeschlachtet wirst, das ist, so Zeug hört man dann auch irgendwo oder liest es im Internet. Das sind wirklich alles sehr gute Ärzte, Schwestern, die dazu helfen und die das ganz ordentlich machen. Und ich glaube, da geht jeder so gewissenhaft mit um mit dem Thema, dass man da sehr sicher sein kann, wenn man hier draufschreibt, ja, ich will Organe spenden, dass man auch was Gutes tut. Und ich hätte auch ein gutes Gefühl damit zu sagen, wenn ich heute mal nicht mehr da bin, hat es vielleicht jemand anders geholfen, um weiterzuleben. Ich habe mich heute noch mit meinem Mann über das Thema unterhalten. Wir haben auch beide den Ausweis. Und er hat was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, und eigentlich leben wir doch dann,
auf eine gewisse Art und Weise in einer anderen weiter. Und das ist, jetzt kriege ich wieder eine Gänsehaut. Und das ist doch auch so was Schönes. Oder was bringt es unseren vielleicht teilweise auch kaputten Körper irgendwie unversehrt unter die Erde zu bringen, anstatt anderen Menschen das Leben noch zu retten, oder? Ja. Also. Und ich kriege auch oft mal gesagt, ja, was will man denn mit mir noch, wenn ich dann vielleicht mal 80 Jahre alt bin? Ich bin auch ein Egoist. Ich gehe jeden Morgen joggen, damit ich möglichst lange warte, bis ich die Organe spende. Aber jeder kann irgendwo helfen. Irgendwas ist, was man gebrauchen kann. Und von daher, glaube ich, ist es ein guter Weg, wenn man das Kärtchen ausfüllt. Und hoffentlich hat man es ganz, ganz lange in der Tasche und bleibt ganz, ganz lang gesund. Das wünsche ich jedem. Wow. Jetzt dürfen Sie auch noch ein schönes Schlusswort sprechen. Ein schönes Schlusswort, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, also ich war selber oftmals am OP-Tisch gestanden bei einer Explantation. Und man muss wirklich sagen, man erinnert sich an jede Einzelne. Das passiert ja nun nicht so oft, nicht jeden Tag, nicht jede Woche. Zum Glück manchmal für die, die dort arbeiten. Aber natürlich, wir brauchen mehr. Aber ich muss wirklich sagen, das sind ganz tolle Teams, auch diejenigen, die den Hirntod feststellen. Dieses Ethikteam, die also vor Ort im Krankenhaus dastehen, bei dem Verunfallten, der da liegt, die wirklich feststellen, der ist hirntot. Da wird kein Schindluder getrieben. Das sind hochkompetente Fachkräfte. Und wenn man dann im OP steht und diese Organentnahme macht, im größten Respekt vor dem Patienten und mit einem Teamwork, wo jeder seine Aufgabe kennt, seine Arbeit macht. Und wenn man dann vielleicht 2-3 Wochen später in den Aufenthaltsraum kommt, wieder zu Dienstbeginn und sieht dann am schwarzen Brett diesen Brief von Eurotransplant, wo drauf steht: Vielen Dank nochmal für Ihre Arbeit, dass Sie sich mit eingesetzt haben. Und durch Ihre Arbeit konnten wir erstens, zweitens, drittens so und so vielen Menschen das Leben retten. Wissen Sie, da steht man da, da wird man einen halben Meter größer und weiß, das ist gut so, das ist so wichtig. Und deshalb können wir nur werben für Organspende. Und zwar für diese Erklärungspflicht in Verbindung mit Eintrag ins Organspenderegister. Denn mein größter Respekt an alle, die dort auch arbeiten, die vergisst man nämlich manchmal, wenn man an Organspende denkt. Ja, an meine Kolleginnen und Kollegen in den OP-Teams überall in Bayern, überall in Deutschland sind tolle Leute, die einen tollen Job machen. Ich sehe so kleines Tränchen in Ihrem Auge. Ja, natürlich. Wir sind doch alles Menschen. Nein, das sehr ist, schön, haben Sie das gesagt. Das ist der Gänsehautmoment. Ja, ich sage ja, ja, sowas vergisst man nicht. Also wir können wirklich nur hoffen, egal was durchgesetzt wird, Widerspruchslösung, Erklärungslösung, dass einfach Deutschland ein bisschen wachgerüttelt wird. Das hoffen wir sehr. Und vielen, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Danke Frau Enders, Herr Zöller. Danke auch. Ja. Und Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen.